Ich bin Uta Müller und sitze an einem herrlichen Frühlingstag in Tübingen in der Wohnung von Frau Dr. Inge Jens. Frau Inge Jens strahlt mich jugendlich frisch an und sie ist dennoch 90 Jahre alt geworden, ganz wach im Geiste. Frau Jens, Sie sind die Ehefrau von Dr. Walter Jens, Professor Dr. Walter Jens und haben über 60 Jahre an seiner Seite gelebt. Er ist der Rhetorikpapst schlechthin. Wurden Sie nicht manchmal auch als Frau Walter Jens bezeichnet? Häufig. Ja, ich meine, es war sogar eine Zeit lang eine offizielle Anrede, dass nicht, Sie kriegten Post, Frau Doktor, manchmal mit, manchmal ohne Titel, Walter Jens. Aber wenn ich mir ansehe, dass Katja Mann auf ihren Briefköpfen noch stehen hatte, nicht Katja Mann München und so weiter, sondern Frau Thomas Mann, dann kann ich das natürlich als Relikt einer Gott sei Dank zu Ende gegangenen, aber natürlich noch irgendwo virulenten Zeit ansehen. Und dennoch waren Sie immer eine sehr eigenständige, gebildete, intelligente, selbstständige Frau? Ja, so eigenständig war ich wahrscheinlich nicht. Das bin ich erst im Laufe der Zeit geworden. Ich glaube, dass ich vielleicht nicht sehr schüchtern, aber auch nicht unschüchtern gewesen bin und auch an der Uni mich erstmal zurechtfinden musste, durchaus den erwarteten Respekt meinen Dozenten entgegenbrachte, nicht so genau fragte zunächst einmal, wie gut sie eigentlich waren, sondern die wussten in jedem Falle mehr als ich und ich konnte in jedem Falle von ihnen profitieren. Ich bin also relativ unkritisch zunächst in Vorlesungen gegangen und habe auch trotzdem eine ganze Menge profitiert. Dass man mit der Zeit kritischer wird, ist ganz klar, weil sie Gott sei Dank an der Uni da ja auch ein paar Kategorien vermittelt kriegen, was die Qualität dessen angeht. A, die Qualität der Art der Vermittlung und B, die Qualität des Vermittelten. Nicht? Also naja, wenn man selber um die 20 ist oder ein bisschen älter, ist man einfach. Also ich wusste das alles nicht, egal ob es mir schlecht oder gut beigebracht wurde. Für mich war alles Neuland, nicht? Denn ich bin ein Kriegskind, ich von meinem 12. Lebensjahr an nie länger als ein Dreivierteljahr kontinuierlich zur Schule gegangen. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft die Schule gewechselt. Mein Vater war Chemiker. Die Fabriken bombten nacheinander in allen verschiedenen Orten aus. Die Familie zog immer woanders hin und ich kam immer in eine neue Schule. Und naja, die fingen dann eben wieder entweder bei dem an, was ich gerade gehabt hatte, oder sie nahmen das, von dem ich überhaupt noch keine Ahnung hatte, nicht? Und wo mir auch die Zwischenglieder fehlten. Aber gut, also ich habe auf der Schule habe ich wenig gelernt. Aber Sie haben die Zulassung zur Uni bekommen, obwohl viele Studentinnen und männliche Studenten nach dem Krieg in die Unis drängen. Aber ich habe auch lange gewartet, nicht? Ja. Also ich habe angefangen zu studieren. Wann war denn das? 1947, erstes Semester. Also das ist schon ziemlich, nicht 45 war der Krieg zu Ende. Ich habe erst mal 2,5 Jahre was anderes gemacht. Nicht? Also was sich gerade bot, ich habe als Dolmetscherin gearbeitet beim Engländer. Das war natürlich für mich auch ganz hilfreich, weil ich jedenfalls einigermaßen Englisch gesprochen habe und auch gelernt habe, mich in einer fremden Sprache überhaupt auszudrücken. Dann sind Sie an die Universität gegangen in Hamburg. Ja, nach sehr langen Wartezeit habe ich dann doch die Zulassung bekommen. Und zwar nicht zu dem Fach, zu dem ich eigentlich haben wollte. Ich wollte eigentlich Ärztin werden, wollte Medizin studieren. Ah, okay. Daran war überhaupt nicht zu denken, aber ich kriegte die Zulassung zur Philosophischen Fakultät. Das heißt, ich hatte die Chance, Lehrerin zu werden. Und ich dachte, bevor ich mein Leben lang Haarnadeln verkaufe, werde ich eben Lehrerin. Das fand ich auch kein Unglück. Und ich hatte immer einen gewissen pädagogischen Impetus. Also das schreckte mich nicht. Ich wäre lieber Ärztin geworden, aber wie gesagt, die Wahl zwischen Haarnadeln und Universität ließ mich dann auch Lehrerin werden. Ja, aber Sie waren ja da recht erfolgreich in Ihrem Germanistikstudium und Sie haben promoviert über expressionistische Literatur. Ja, da hatte ich natürlich großes Glück, aber da hatte ich inzwischen meinen Mann kennengelernt und mein Mann hatte mein erstes Buch bei Rowohlt verlegt
Und mit ihm zusammen lernte ich den Verleger Ernst Rowohlt kennen und der sagt, was machen Sie? Und ich erzählte, ich wollte also eine Doktorarbeit schreiben. Oh, sagt er, wunderbar, das ist sehr schön. Ich habe ganze Giftschränke voller Literatur, die 13 Jahre kein Mensch angucken durfte. Schauen Sie sich das mal an und vielleicht finden Sie was darin. Und dann habe ich also praktisch, hat Rowohlt mir, naja, ich sage jetzt mal generell expressionistische, aber nicht nur expressionistische, sondern auch Prosa oder Literatur, die einfach während der Nazizeit verboten war, zur Verfügung gestellt. Und das war natürlich ein großer Glücksfall, nicht? Ja, vor allem war das Neuland. Ja, ja, das hatte ja kein, das nicht, das ja. hatte kein Mensch. Also da, ja, ja. da hatte ich keine Gefahr, irgendjemandem in die Quere zu kommen oder die Gefahr, dass mir jemand in die Quere kommen würde, bestand auch nicht. Ne? Und da gab es auch wenig Sekundärliteratur oder nichts, gar nichts? Nichts, gar nichts, nichts. Also ja. damit hatte ja. ich wenig Arbeit. Ich hatte viel Arbeit mit Primärliteratur, nicht? Okay, weil die natürlich in keiner Weise rubrifiziert oder irgendwie ja. sortiert war und so weiter. Also es gab auch nichts, es gab auch keine Vorarbeiten, es gab ein paar Anthologien, sodass sie die Schwerpunkte ungefähr rekonstruieren konnten. Und es gab natürlich auch Literaturgeschichten aus der Zeit, ja. aus der sie dann die Gewichtung, die damalige Gewichtung der einzelnen Bücher oder der einzelnen Literaturstücke dann entnehmen konnten. Also das war interessant, aber auch ein bisschen eine Abenteuersache. Aber das hat mir Spaß gemacht. Ja, ich denke, so diese akribische Kleinarbeit, ja, so, die ja. entnehme ich so aus all ihrem Schaffen. Da wurde schon damals die Editorin geboren. Ja, natürlich. Ja. Ich musste auswählen und musste auch sehen, was lohnt sich, was ist nur der Zeit geschuldet. Auch das können Sie dann aber in einer anderen Weise erwähnen. Was wird zeitüberdauernd sein? Ja. Nicht, denn es gab eine Wertung der Literatur von ja. damals natürlich überhaupt nicht, denn während der Nazizeit war sie tabu, war sie verboten, nicht? Ja, den richtigen Riecher wofür? Ich habe zunächst einmal alles geordnet oder alles gesichtet und hatte dann natürlich wie bei anderen Literaturepochen auch meine Vorlieben und Dinge, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Das sagte objektiv natürlich zunächst einmal wenig aus. Und ich sah, dass zum Beispiel ein Schriftsteller wie Sternheim durchaus ungeheuer typisch für eine kurze Zeit des Expressionismus und danach gewesen ist. Aber es hat ihn mir nicht sehr viel näher gebracht. Mhm. Nicht? Also ich bin deswegen in kein enges Verhältnis zur Literatur von Sternheim geraten. Während Georg Heim eine echte Entdeckung für mich gewesen ist. Mhm. Aber Sternheim ist natürlich ist interessant, wenn Sie es aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Nicht? Also ich müsste dann auch erstmal lernen, Literatur zu sortieren nach dem, was objektiv für die Zeit wichtig war, indem es neue Momente in die Literatur hineinbrachte. War es nur epigonal, dann konnten sie es vergessen, aber dazu musste natürlich auch erstmal die anderen Dinge kennen. Also das war eine ziemliche Arbeit, aber eine Arbeit, die mir natürlich auch sehr geholfen hat, meine literaturwissenschaftlichen Kenntnisse auch in rückwärtsgewandt etwas mehr aufzupolieren, als es mir bis dahin gelungen war. Ja, und das waren ja schon Anfang der 50er Jahre. Ja. Und wann sind Sie dann so das erste Mal dann in Berührung mit Thomas Mann gekommen? Das könnte ich gar nicht mal genau sagen. Mein Mann war ein großer Thomas Mann-Verehrer und hatte den Zauberberg ja. den ganzen Krieg bei sich. Er sagte immer, wenn mir was passiert wäre, dem Zauberberg wäre auch etwas passiert. Ich hatte wenig Ahnung von Thomas Mann, ich war überhaupt literarisch nicht sehr versiert und habe von ihm aber natürlich, da er ein großer Thomas Mann-Verehrer war, sehr schnell, schon am Anfang unserer Bekanntschaft, er hatte eine Bibliothek im Gegensatz zu mir, keine sehr große, aber doch eine für damalige Verhältnisse und vor allen Dingen gemessen an seinem Alter eine bemerkenswerte und interessante Bibliothek, die alles Greifbare von Thomas Mann enthielt.
Und er drückte mir dann eben als erstes auch den Zauberberg in die Hand und er drückte mir die Buddenbrooks in die Hand und sagte, lies das mal. Nicht? Und also ich bin durch ihn an Thomas Mann gekommen. Ich hätte, oder irgendwie als Studentin wären sie nicht drum herum gekommen. Mhm. Aber speziell auch gleich die Texte mitgeliefert zu bekommen, das war nur durch die Bibliothek meines Mannes möglich. Und was hat Sie dann so an Thomas Mann fasziniert? Er schreibt ja nur wirklich ganz anders als die expressionistischen Literaten. Die Expressionisten habe ich auch eigentlich erst hinterher entdeckt. Ah, okay, was heißt entdeckt gehabt? Die Expressionisten habe ich mir angeschaut auf Vorschlag von Ernst Rowohlt, der mich ganz praktisch dort mit Literatur versorgen konnte. Es gab ja nichts. Ja. Nicht? Also ich meine, es gab hier in der Bibliothek gab es Giftschränke. Ja, da war die größte Teil der expressionistischen Literatur noch drin. Aber bis sie um die Zeit überhaupt Zugang zu einem Giftschrank bekamen, das war eine große Prozedur. Und dann wussten sie ja auch nicht, was drin war. Ich hatte keine Ahnung, wie die Seminarbibliotheken hier früher ausgestattet waren. Ich war 2 Semester in Tübingen, also das ist ja nicht so lange. Also insofern habe ich mich da lieber auf die Texte verlassen, die ich bei meinem Mann gefunden habe. Aber das hatte mit meiner Doktorarbeit nichts zu tun. Das lief nebeneinander her, sondern das war nur das Entsetzen meines Mannes, dass ich, obwohl nur wenig jünger als er, noch nie etwas von Thomas Mann gelesen hatte. Und dem abzuhelfen war ihm also ein wirklich existenzielles Bedürfnis, nicht? Und dem hat er sehr, sehr schnell und sehr gründlich abgeholfen, indem er mir das auch einfach abverlangt hat. Nicht nach 3 Tagen kam er und sagt, hast du es durchgelesen? Oh, bist du fertig? Nicht? Naja, es kam doch an, was es war. Ja. Aber nach relativ kurzer Zeit, also er hat mir da auch was abverlangt. In dem Sinne, er sah, dass ich einen riesigen Nachholbedarf hatte. Und während der Nazi-Zeit eben auch überhaupt nicht über Literatur nachgedacht hatte, auch nichts vermisst hatte, also keinen der Immigranten hatte. Mhm. Weder Werfel noch Feuchtwanger noch Thomas Mann noch was weiß ich, wie sie alle hießen. Auch die Expressionisten nicht. Sternheim und so weiter, nicht? Die waren ja alle verboten. Also ich kannte sie alle nicht. Ich kannte nicht einmal die Namen. Mhm. Aber bei Thomas Mann haben Sie da auch so Feuer gefangen wie Ihr Mann? Nicht in dem Maße wie mein Mann. Ich bin kein so ein solcher Thomas Mann-Verehrer wie mein Mann bin ich nicht. Ich habe ihn nicht alles von ihm, fand vieles manieriert später auch, aber ich kriegte natürlich als erstes die Buddenbrooks in die Hand gedrückt und die liest man, wenn man nicht ganz anormal veranlagt ist auf literarischem Gebiet, dann ist das einfach ein literarischer Hochgenuss, die Buddenbrooks zu lesen. Und so ist es mir dann auch gegangen und über diese Einführung habe ich dann auch Interesse an dem Autor gewonnen. Nicht mit irgendeiner Hirnfaser daran gedacht, jemals irgendetwas von diesem Menschen in der Handschrift zu lesen oder gar zu edieren. Dass er Tagebücher geschrieben hatte, entzog sich natürlich meiner Kenntnis. Ich wusste wenig über ihn. Das erfuhr man dann im Laufe der Zeit. Ein bisschen was kriegen Sie an der Uni ja doch mit, auch wenn Sie nicht unbedingt oder zielgerichtet und nur für Thomas Mann interessieren. Hin und wieder fällt auch da ein bisschen für die Bildung ab. Naja, dann haben Sie diesen Briefwechsel ediert. Und dann habe ich eben, das war Glück, da kam der Verleger Neske zu meinem Mann, der hier in Fulling wohnte, und sagte, ich habe diese Briefe bekommen, würden Sie sie edieren? Und mein Mann sagt, um Himmels Willen, also alles, aber das nicht, das kann ich nicht. Das ist mir auch viel zu langweilig. Aber auch irgendwo aus einer Laune heraus sagt er, Sie können ja mal meine Frau fragen, die stand zufällig daneben. Und ich hatte keine Ahnung, was das war. Also edieren, ich konnte es mir übersetzen, ich wusste, was es bedeutet inzwischen. Aber wie man das macht, keine Ahnung. Aber ich behauptete also kühn, ja, das würde ich gerne tun und das würde mich schon interessieren. Und Herr Neske war froh, jemanden gefunden zu haben. Und mein Mann sagte dann auch gleich sehr klug, ich kann dann auch ein Auge darauf werfen,
Also nicht, ich mache sozusagen die Supervision und also das kriegen wir schon in den Griff, da kriegen sie schon eine anständige Ausgabe. Und dann habe ich angefangen, diese Briefe zu lesen, ganz naiv, und habe vieles gedacht, vieles habe ich einfach nicht verstanden. Oder ja gut, aber es hat sich diese zweite Schicht, die ja eigentlich hinter allen Briefen steht, die erschloss sich mir nicht, und da dachte ich, muss ich mir Mühe geben. Und dann habe ich halt ausprobiert, wie man sowas machen kann und wo man sich orientieren kann, was man aus Handschriften gewinnen kann, wofür Archive da sind, was Archive drumherum noch anzubieten haben. Archive, die Korrespondenz sammeln, dann kann man gucken, ob es zu der Zeit Korrespondenz gibt, aus der man erschließen kann, was dann der Autor jeweils gelesen hat und so fort nicht. Also da gibt es viele Möglichkeiten, in die ich dann langsam hineingewachsen bin. Und das hat mir einen großen Spaß gemacht. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich mit diesen Dingen beschäftigt war, ich hätte eine Beschäftigung gefunden, die meine Lebensaufgabe werden könnte. Also mein Beruf, wenn Sie so wollen. Denn Lehrerin zu werden, hatte ich eigentlich wenig Lust. War außerdem schwierig, weil ich ja nun inzwischen in Tübingen gelandet war und auch hier weiter studieren wollte. Aber hier ein völlig anderes System, ja, Schulsystem, Lernsystem, ja. Schulsystem herrschte. Hier hätte ich drei Fächer studieren müssen, um überhaupt angestellt zu werden. In Hamburg genügten mir zwei Fächer. Und ich hatte Deutsch-Englisch als Fach, als Studienfach. Hier in Tübingen hätte ich ein drittes dazu nehmen müssen. Und ich hatte eigentlich keine Lust, jetzt nochmal von der Pike aus mit irgendwas anzufangen, was mich nicht interessiert. Interessiert hätte mich Geschichte. Aber Geschichte können Sie nicht als Beifach sozusagen studieren. Mhm. Jedenfalls ich nicht. Mhm. Nicht? Und ich merkte auch sehr schnell, dass also Geschichtsstudium, jedenfalls was die Gegenwart und die jüngste Vergangenheit angeht, für mich notwendig wurde, um die Edition anständig leisten zu können. Aber da hat sich also ganz früh, sage ich mal, was gefügt. Sie haben so eine Berufung entdeckt und die wurde dann ein Wegbereiter, auch dann für die Tagebücher von Thomas Mann. Ich habe Glück gehabt. Diese Edition der Bertram-Briefe kriegte eine unglaublich gute Kritik von Friedrich Sieburg. Und der war damals der Star-Kritiker. Also wenn Sieburg etwas lobte, dann war etwas gemacht. Und Sieburg lobte das also wirklich über den grünen Klee und behauptete sogar, die Art der Edition und die Edition, was man durch die Edition erführe, sei eigentlich viel, was man in den Anmerkungen erführe, sei eigentlich interessanter als die Briefe selber. Damit war ich natürlich ziemlich hoch angesiedelt worden. Und das hat man sicherlich bei Fischer auch zur Kenntnis genommen, obwohl die Briefe ja damals bei Neske erschienen waren. Jedenfalls, als es dann darum ging, später in der Nachfolge Peter de Mendelssohns jemanden zu finden, der die Tagebücher edierte, da hat mir ganz sicherlich diese Kritik von Friedrich Sieburg damals die Wege geebnet. Sonst glaube ich kaum, dass die mir das anvertraut hätten. Ich hatte das Glück, der Fischer Verlag rief an und wollte meinen Mann sprechen, der war nicht da. Ich sagte, was wollen Sie denn von ihm? Ja, sie wollten ihn fragen, ob er die Mendelssohn-Edition fortsetzen würde. Ja, also ich glaube, das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er das nicht will, aber sprechen Sie mit ihm. Nicht? Sie sollen ihn selber fragen, ich fühle mich nicht befugt, also eine Auskunft zu geben. Und dann kamen sie also alle angereist und dann ergab es sich, dass zwar nicht mein Mann es machen würde, aber dass ich es gerne machen würde. Und da die sich inzwischen auch kundig gemacht hatten und eben durch diese fulminante Siegburg-Kritik das Gefühl hatten, die hat er schon einmal anständig gemacht, also vielleicht kriegt die das halber wegen hin, bin ich dann eben des Glückes teilhaftig geworden, jedenfalls den zweiten Teil dieser Tagebücher edieren zu dürfen. Und damit war ich natürlich durch, nicht? Das ist klar. Und sind Sie da mit einer bestimmten Fragestellung an diese Tagebücher ran? Man muss ja da sehr viel auswählen. Zunächst mal nicht, zunächst mal nicht, zunächst mal überhaupt nicht, nicht. Zunächst mal musste ich lesen, was da ist. Und dann musste ich sehen, was ergibt sich an Fragestellung? Wo scheinen interessante Kommentare notwendig zu sein?
wo kann man es mit normalen Anmerkungen belassen? Ich habe von Anfang an, weil es mich selber interessierte, also nicht, weil ich besondere philologische Leistung vollbringen würde, aber ich habe den Schwerpunkt auch meiner Recherche immer auf das gelegt, was mich selber interessierte, auch auf Zusammenhänge und so weiter. Das bot sich an und ich wollte ja auch was davon haben. Ja. Und das hat sich sehr bewährt, weil ich einen relativ durchschnittlich guten Verstand habe, sodass ich dann davon ausgehen konnte, dass das, was mich interessiert und was ich nicht wusste, auch eine ganze Menge, vielleicht sogar den Hauptteil der potenziellen Leser interessieren könnte, weil sie es auch a priori nicht gewusst hätten. Und was hat Sie interessiert? Das Persönliche von Thomas Mann oder auch das Zeitgeschichtliche? Das Persönliche eigentlich am wenigsten. Immer nur da, wo es mit dem Zeitgeschehen in Berührung kam. In Kollision, in Zustimmung. Nicht? Das hängt dann von der jeweiligen Situation ab. Aber es hat mich auch der historische Kontext sehr interessiert, in dem diese Tagebücher verfasst sind. Nicht die frühen hat er verbrannt, also es gibt sie oder es gab sie von 33 an. Mendelssohn hat sie bis 40 oder Anfang 40 ediert und den Rest habe ich dann gemacht. Und das war eine Zeit, die ich als Kind, aber immerhin als schon älteres Kind, als bewusstes Kind miterlebt hatte, wenn auch von einer anderen Seite her. Ja. Nicht? Also Thomas Mann las die Los Angeles Times, ich las hier die Schimpfereien der NS-Presse über die Berichterstattung in der Los Angeles Times, nicht? Über die Lügenpresse, wie es immer hieß. Nicht? Und das war, ich war auf der einen Seite natürlich, konnte ich eigene Erinnerungen mobilisieren und konnte die dann konfrontieren mit dem, was ich aufgrund der Tagebucheintragung mir beschaffen konnte. Also einfach Ausschnitte der New York Times. Nicht? Ich hatte Glück, in Zürich gibt es die Regesten der New York Times, die konnte ich einsehen und so, dann kommen sie weiter. Nicht? Und hat Thomas Mann was erkannt oder früh erkannt, was andere einfach nicht sehen konnten, sehen wollten, wo sie sich was vorgemacht haben? Er hat früh erkannt, er hat das Unglück der Nazis früh erkannt, aber er hat bis 1936 eben in dem Dilemma gelebt, beziehungsweise das Dilemma gepflegt. Man kann das, man kann kein Dilemma pflegen. Insofern ist das Bild etwas schief. Dass er in Deutsch, dass seine Bücher in Deutschland erscheinen konnten. Und dass ihn nicht Fischer konnte bis 35, 36 sogar in Deutschland publizieren. Ja. Und Thomas Manns Werke konnten in Deutschland erscheinen. Das nötigte ihn zu gewissen politischen Rücksichten, die ihn in große Schwierigkeiten im Verhältnis zu seinen beiden ältesten Kindern, vor allen Dingen zu seiner Tochter Erika, brachte, die ja rigorose Nazi-Gegnerin war. Ja. Und auch mit ihrem Kabarett, also wirklich mutigst dagegen und lautstark gegen diese Bewegung auftrat. Und nun diesen kompromisslerischen Vater immer irgendwie mit versorgen musste. Das war eine sehr schwierige Zeit zwischen Vater und Sohn. Und sie hat ihm schließlich dann auf die Pistole auf die Brust gesetzt. Gesagt, entweder du bekennst dich jetzt zur Immigration. Das wird zur Folge haben, dass deine Bücher in Deutschland verboten werden. Oder aber ich breche mit dir. Okay, und er ist dann... Nein, es war ihm natürlich unangenehm. Also er war in keiner beneidenswerten Situation, aber er hat sich immer selber vorgespielt und hat auch immer gesagt, es ist wichtiger, dass die Deutschen meine Bücher lesen können, als dass ich also eine klare Position hier beziehe. Eine mehr als zweifelhafte Aussage, aber darüber zu urteilen steht auch niemandem zu. Das muss er selber entscheiden und das hat er dann auch entschieden. Er hat es dann unter dem Druck von Erika, die ja viel kompetenter war, hat er sich dann eben entschieden, eindeutig für die Immigration zu votieren. Das heißt natürlich Verbot seiner Bücher in Deutschland als Folge auf sich zu nehmen.
Ja, Das ist aber dann ja auch so passiert, ne? ist so passiert, aber sie Ja. sind ja hinterher alle wieder aufgelebt. Ja, nein, es ist ihm Ja. ja auch in der Immigration ganz ungewöhnlich gut gegangen. Also es, nennen Sie mir außer Feuchtwanger vielleicht jemanden, dem es so gut gegangen ist in der Immigration wie Thomas Mann. Er hat nachher das Glück gehabt, in Amerika eine unendlich reiche Mäzenatin zu finden, die ihm jeden Wunsch erfüllt hat, Ah, die ihm okay. jedes Haus finanziert hat und was weiß ich getan hat. Also er ist da schon ein rechtes Glückskind gewesen. Ohne diese Zuschüsse wäre es ihm sicher schwieriger gewesen, zumal diese 6 Kinder ja auch alle irgendwie mitversorgt werden mussten, mit Ausnahme von Golo vielleicht, der von Anfang an sich bemüht hat, auf eigenen Beinen zu stehen und eben lieber Lektorenposten oder sowas angenommen hat, um sein eigenes Geld zu verdienen und sich unabhängig vom Elternhaus zu machen. Aber der Wunsch ist bei den anderen nicht so stark gewesen. Ja, und dann haben Sie ja selber eine Biografie geschrieben über Über Katja, die Katja und ja. nicht über den Thomas Mann. Nein, wollen mich da, also über Thomas Mann gab es Biografien, gibt auch sehr gute Ja. Biografien. Aber mich interessierte die Frau wesentlich mehr als er. Ich habe die Tagebücher ediert, das ist alles in Ordnung, aber ich habe natürlich auch die Frau durch die Tagebucheintragung sehr gut kennengelernt. Auch die Art, auch durch die Art, in der Thomas Mann sie erwähnte, kann man ganz viel für ihre Stellung ablesen. Also das war schon ganz interessant und da traute ich mir zu, Material genug zu haben. Außerdem hatte ich einige Nachlässe gefunden, die bis dato unbekannt waren oder unbeachtet waren. Bekannt waren sie, irgendwo registriert waren sie natürlich, aber unbeachtet, die ich heranziehen konnte. Und mich hat diese Frau dann eben wesentlich mehr interessiert als der Mann. Und da habe ich auch viel investiert. Ich hatte alleine angefangen, dann kam mein Mann dazu. Er wollte eigentlich seine eigene Biografie schreiben, aber das klappte nicht mehr ganz. Also da machte sich die Demenz doch schon ein bisschen bemerkbar. Und er fragte, sagt, ich kenne mein Leben, ich mag nicht mehr über mich berichten. Können wir das Buch nicht zusammen machen? Und ich habe zuerst sehr geschluckt und habe gesagt, eigentlich wollte ich das nicht so gerne. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es der Sache wahrscheinlich sehr zugute kommen würde, Die männliche wenn, Sicht. wenn ein Buch, was zwar über Frau Thomas Mann aber geschrieben wird, aber natürlich ein Buch über die Ehe der beiden ist, weil Katja ohne Thomas in dem Zeitraum nicht zu denken gewesen wäre, dass das vielleicht besser auch von einem Ehepaar geschrieben wird. Und dann haben wir es versucht, es ging nicht reibungslos, es hat zu vielen auch Reibereien geführt, aber es waren auch zum Teil handfeste Kreche, aber es waren produktive Kreche, nicht? Es waren produktive Kreche, die führten weiter und sie haben uns beide weitergeführt. Also insofern war das schon eine sehr schöne Zusammenarbeit hier in diesem Buch. Und hier in diesem Buch war es am schönsten, weil es meinem Mann noch am besten gab. Die Krankheit hatte ihn noch nicht sehr im Griff, es war noch sehr auf Randerscheinung. Im nächsten, Katjas Mutter, spielte die Krankheit schon mehr hinein. Da gab es mehr Schwierigkeiten auch in der Zusammenarbeit, weil da eben die Zerstörung schon einiges bei ihm angerichtet hatte. Aber wir haben es noch hingekriegt. Also es ging noch. Also was ich ja auch ganz toll finde an dieser Frau Thomas Mann, diese Akribie. Also mir gefällt das. Sie erfinden da nichts. Sie haben 4 Jahre lang recherchiert Ja, ich und habe in genau. Archiven gesessen und wirklich, sie Nein, das belegen, ist ja, sie Quellenmaterial. Das belegen sind alles. wirklich Sie Quellen. und es gibt so viele Biografien, die schmücken aus und erfinden und das ist so authentisch Ich und brauchte nicht zu erfinden, weil das Leben von Katja an sich so interessant war. ja. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, dieses Elternhaus allein, eines der Ja. reichsten
und auch kulturvollsten Häuser in München. Nicht ein, für mich immer ein Musterbeispiel, dieses kulturell höchststehenden Judentums, was eben bis zum Ersten Weltkrieg die Kultur unseres Landes bestimmt hat. Ja. Nicht, wenn Sie sich das ansehen, ob auf dem Gebiet der Malerei, der Musik, der Dichtkunst und so weiter. Nicht, Sie haben eine große Rolle gespielt und Sie haben das kulturelle Leben unseres Landes mitbestimmt. Ja, und das lässt sich an dem Elternhaus von Katja Mann eben sehr gut ablesen. Und insofern habe ich das dann auch mit großem Vergnügen sehr genau, auch historisch sehr genau und stimmig recherchiert. Ja, und das ist das Tolle. Und das findet man nicht so oft. Also das Nein, ist, weil das ist natürlich die meisten wollen ein Buch schreiben. Ja. Das interessierte mich nicht so furchtbar. Mich interessierte die Recherche. Ja, das, ja, was ich da in Erfahrung brachte an Konstellationen, was sich abgespielt hat, wie war das mit dem Kulturbürgertum vor dem Ersten Weltkrieg? Ja. Nicht? Und wie war es dann speziell im katholischen München? Nicht? Und, also das, und dann von einem, zwar, na, Katja ist getauft worden, aber der alte Pringsheim war eben Jude. Ja. Und Hedwig Pringsheim war auch nach der Nomenklatur der Zeit jüdisch versippt, wenn Sie so wollen. Nicht? Es war also ein durch das Kulturjudentum bestimmtes Haus, in dem Katja Mann groß geworden ist. Und das hat mich interessiert, denn das war bestimmend für die Münchner Kultur. Mhm. Nicht? Es spielte keine Rolle, ob Jude oder nicht. Der Vater war nachher getauft, aber das war egal. Es gab eine verbindende Vorstellung von Kultur, wenn sie der nachkommen konnten, wenn sie sich der anschließen konnten, wenn sie die praktizieren konnten, dann bildeten sie die Gesellschaft mit. Und ob jüdisch oder nicht jüdisch, spielte überhaupt keine Rolle. Insofern war es ja gut, dass Thomas Mann dann wirklich emigriert ist. Das hätte ja hochgefährlich werden können. Es hätte also für seine Frau hätte es sehr gefährlich werden können. Für ihn wäre es auch gefährlich geworden, man merkt es, aber das mehr aufgrund seiner politischen Tätigkeiten und der Aversion von gewisser Nazi-einflussreichen Dichter. Aber sie hat es ja auch nicht einfach gehabt. Ihr Mann bei Gott nicht, nein. Jeden Tag da an dem Schreibtisch gesessen, dem haben sie ein ganzes Buch gewidmet am Schreibtisch. Mhm. Er hat sich da zurückgezogen. Sie haben ihn vorhin in einem Vorgespräch als Mimose bezeichnet. Mhm. Und sie hat die Stellung gehalten, die Kinder erzogen. Ja, ja, sie musste den Vater abschirmen. Ich meine, gut, wenn der Vater nicht arbeiten konnte, hatte die Familie auch nichts zu essen. Nicht? Das, genau. Also, nicht, man darf es nicht zu sehr idealisieren, es hatte auch einen praktischen Hintergrund. Ja, und nee, es musste Geld fließen. Finde ich auch faszinierend an Thomas Mann, der hat sich wirklich jeden Tag hingesetzt an den Schreibtisch und hat sich vielleicht auch manchmal gezwungen und hat geschrieben. Es war sein Rhythmus, also es gehörte zu seinem Leben. Er hätte das Gefühl gehabt, den Tag nicht richtig begonnen oder nicht richtig gelebt zu haben, wenn er nicht diese Stunden am Schreibtisch verbracht hätte. Das hat er eben mit einer Regelmäßigkeit gemacht, die einer bürokratischen Tätigkeit würdig gewesen wäre. Ne? Ja, und sein Schreibtisch ist ja dann auch mitgezogen. Der ist ja immer. Dann das ist eben die Geschichte. Das fand ich so ganz witzig, sag mal, ja, anhand des Schreibtisches dieses zu verfolgen. Ein witziger Zugang. Mhm. Ja, und wir haben jetzt eben über all diese Biografien gesprochen und Sie haben ja auch Ihre eigene geschrieben. Ja, und, spät, aber immerhin. Unvollständige Erinnerungen. Ich finde den Titel ganz toll. Den fand ich auch angemessen. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich habe so viel weggelassen, auch mit Fleiß, wie man in Schwaben sagt, weggelassen. Ja. Weil ich finde, es geht die Leute nichts an, es ist uninteressant, es ist zu persönlich. Heute würde ich vielleicht mehr und anderes schreiben. Damals habe ich das geschrieben und ja, dazu stehe ich nicht. Also ich habe ja lange als Lektorin auch den Biografienbereich betreut. Mhm.
Und wenn ich zu früh Leute angesprochen habe und die waren erst 60 oder Mitte 60, dann haben die immer gesagt, ich bin noch zu jung für eine Biografie. Muss man über 80 werden? Nein, ich habe nie darüber nachgedacht, wie alt ich war, als ich das schrieb. Das war nicht mein Problem. Also das, was ich dort beschrieben habe, lag alles so weit zurück, dass ich den nötigen Abstand hatte. Nicht, auch Mutlang war ja noch nicht so lange her. Also, nicht, und, also es geht ja auch bis in die neuere Zeit hinein. Es geht ja sogar bis in die Zeit der Krankheit meines Mannes hinein. Mhm. Nicht, also ich habe schon bis zur Gegenwart dann durchgeschrieben, aber ausgewählte Kapitel. Ich dachte, es muss nicht jeder alles wissen. Ist auch richtig so. Nicht? Ich finde, das ist... muss nicht sein, es sind exemplarische Sachen. Ja. Es sind Sachen, die, von denen man annehmen kann, dass sie auch überpersönlich interessant sind. Zum Beispiel Mutlang und so weiter. Nicht? Ja. Und auch diese, auch natürlich die Bombenzeit im Kriege. Das ist ja nicht nur mir so gegangen, sondern das ist ja allen Gleichaltrigen aller Großstädte, deutschen Großstädte, die sich im Bereich der angloamerikanischen Bomben befanden, so gegangen. Nicht? Also was ich auch sehr bewundernswert finde, Sie haben ja wirklich, Sie haben ein schönes Leben gehabt, sagen Sie ja auch oft, aber Sie haben auch durch den Krieg Schweres erlebt. Und es ist ja nicht leicht, wenn man da durch Hamburg zieht und die Häuser sind zerbombt und man sucht sein Elternhaus. Und Sie sind trotzdem so lebensfroh und dankbar. Und ja, ich war jung, wissen Sie. Ja. Ich hatte den großen Vorteil, ich war jung. Ja. Nicht, als ich da durch Hamburg zog und steht's oder steht's nicht und was ist los und durch diese völlig zerstörte Stadt und die völlig verstörten Bewohner, da war ich eben 18 oder 19. Ja. Und Sie können mit 18 Sachen machen, die Sie mit 40 vielleicht schon nicht mehr machen, weil Sie immer Konsequenzen mitbedenken. Ja. Mit 18 sind Sie naiv. Ja, da man, helfen ja. Sie, ja. Da nehmen Sie das Leben so, wie es ist. Sie reagieren instinktiv so, wie es für sie am besten ist. Nicht, dass sie wollen übrig bleiben. Das ist nicht, dass das ist, also das ist die schweigende Voraussetzung. Ja. Nicht, also sie agieren, ob sie wollen oder nicht, immer für ihre eigenen Interessen. Das macht die Sache relativ leicht. Sie haben Erlebnisse, die sehr unschön sind. Sie haben Erlebnisse, die sie tief beeindrucken, die sie treffen, die sie nicht vergessen. Aber es sind Erlebnisse, die sie bewältigen konnten, mit denen sie fertig werden konnten, die sie nicht in eine andere Welt katapultiert hat. Sie haben sie aufgenommen in ihr Leben, in ihren Erfahrungsbereich. Sie haben sich bemüht, oder es stellt sich von alleine her, dem Rechnung zu tragen. Sie vergessen es nicht wieder und folglich fließt es in ihre Handlungen ein. Aber es ist nichts, was sie fürchterlich schreckt, denn es ist vorbei. Ja, okay. In dem Moment, wo sie anfangen, darüber nachzudenken, ist es vorbei. Das ist das Gute, wenn es ihnen früh passiert. Ja, aber heute erlebe ich junge Leute oft ganz anders. Die haben alles, Wohlstand noch und nöcher, und sie haben da Entbehrungen erlebt und Bomben und sind gestärkt daraus hervorgegangen. Ja, weil natürlich auch die Erfolgserlebnisse viel, viel stärkender sind. Nicht? Also, ja. Wenn sie in all den Schrecklichkeiten etwas Schönes erleben, dann bleibt das natürlich ganz anders haften. Und so, dass sie, wenn sie, ich würde sagen, das ist ein gewisses Plus meiner Generation, nicht durchgehend, aber in Ausnahmen jedenfalls, dass sie gleichzeitig mit den schlimmen Erfahrungen doch auch immer die Erfahrung des Überlebens gemacht haben. Okay. Das heißt, sie haben es geschafft, nicht? Sie haben es überwunden, sonst ständen sie nicht da, sonst könnten sie nicht über die Sachen nachdenken, die sie ihnen da erzählen. Ah, okay. Das scheint mir ganz wichtig für die
ja, sogenannte optimistische Lebenseinstellung oder was weiß ich, dass man nun nicht bis an sein Lebensende in Sack und Asche geht, nur weil man in seiner Kindheit wirklich ganz Schrimmelsachen erlebt hat. Ich bin ganz sicherlich nicht traumatisiert worden, das heißt, ich bin nicht vergewaltigt worden. Dann sehe es sicherlich anders aus, davon bin ich überzeugt. Ich habe nicht fliehen müssen in dem Sinne, ich bin weit in der Bundesrepublik immer an einen anderen Ort versetzt worden, aber doch meistens mit Familie oder eben mit einer Gruppe zusammen, KLV, Kinderlandverschickung, weiß heute niemand mehr, was das ist, ganze Schulen und so eben auch aus Hamburg, aus luftangriffsgefährdeten Gebieten wurden evakuiert in Gebiete, in denen die angloamerikanischen Bomber eben nicht vordrangen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nicht, das können Sie natürlich, und es gibt sicherlich auch da Menschen meiner Generation, für die das ein Trauma gewesen ist. Mhm. Von allem getrennt. Es war zwangsweise, sie konnten nicht wählen. Nicht? Wenn die Schule evakuiert wurde, dann wurden sie als Schülerin dieser Schule evakuiert. Gab keine Ausweichmöglichkeiten. Aber ich habe es immer relativ gut getroffen. Ich hatte Lehrer, die mich nicht schikaniert haben. Ich habe Lehrer gehabt, mit denen ich zusammenarbeiten konnte in der Betreuung dieser Kinder, die ja zum größten Teil kleiner waren als ich. Also es stellen sich dann Hierarchien her, wenn es gut läuft, die sinnvoll sind und die auch tragfähig sind. Mhm. Und dann können Sie natürlich auch leichter zurück in ein normales Leben. Nicht? Also ja. Es ist nichts, was... Es ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen, aber es ist nichts, was Sie kaputtgeschnitten hätte. Ja, verstehen Sie? Sie haben ja dann auch selbst die lange Krankheitsphase Ihres Mannes, sage ich mal, gut überstanden, blicken dankbar natürlich auf die vielen schönen Jahre zurück. Natürlich, ich meine, es war am Ende unseres Lebens. Wir waren 60 Jahre verheiratet und von denen waren 55 oder 54 passabel, die meisten sehr schön, 50 wunderbar. Dann mit Beginn der Demenz wurde es schwieriger. Aber mein Gott, ein Leben wird nicht dadurch schlechter, auch in der subjektiven Erfahrung, dass es schwieriger wird. Es wird ganz bestimmt trauriger in dem Moment, wo ein Partner durch eine wie auch immer geartete Krankheit, Beschädigung oder was weiß ich wie, ausfällt, ein Partner zu sein, wo er als Partner entschwindet, wirklich, wo er ihnen abhanden kommt und sie ihn nicht mehr erreichen können, nicht? Wo er einfach abdriftet und ihnen nicht mehr zugänglich ist, nicht? Also physisch ja, aber mental. Und diesen Titel haben Sie dann auch selbst gefunden, langsames Entschwinden. Ja. Also ich finde ihn auch mehr von der Sprache her sehr schön. Der Titel ist gut, ja. Ich weiß nicht, wie es drauf kam, irgendwo. Ja, weil Sie sagten, aber es ist natürlich auch, es ist die Grunderfahrung dieses Buches. Ja. Er ist mir langsam entschwunden. Ja. Nicht, es ist also nur die Formulierung einer mein Leben ja immerhin mit entscheidend bestimmenden Tatsache. Nicht? Und ich habe auch schon von Ehefrauen gehört, die ihren Partner verloren haben, plötzlich, dass das sehr viel schlimmer war. Oder sie haben das sehr viel schlimmer empfunden durch Autounfall oder was weiß ich für ein Unglück, als wenn ein Partner durch Krankheitszeit langsam entschwindet. Sie haben keine... Ja. Sie können sich bei einem langsamen Entschwinden, haben Sie Möglichkeit, jedenfalls Sie können den Versuch machen des Nachkommens, was das Verstehen betrifft. Sie sehen die Schritte, die er oder sie macht und die sie immer weiter auseinanderführen. Als gesunder Mensch sehen sie das und dann müssen sie halt mal ein bisschen darüber nachdenken.
Ja, aber es war schön, dass Sie auch dieses Buch noch herausgegeben haben mit Briefe an Freunde. Ist etwas gegen meinen Willen herausgegeben worden. Da ist mein Sohn und mein Lektor sind sehr daran beteiligt. Die haben das zufällig gesehen. Ich hatte die zufällig wiedergefunden. Das sind Briefe, die ich an Freunde geschrieben habe. Und ich habe die im Computer, ich habe irgendwas gesucht und manchmal hat der Computer ja auch Vorteile. Und ich habe also diese Briefe, eine ganze Datei gefunden. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, das kannst du auch alles wegmachen. Und dann habe ich die Briefe nochmal gelesen. Mhm. Und dann fiel mir auf, dass eben in der ganzen Zeit alle Briefe, die ich geschrieben habe, ein Passus über die Krankheit meines Mannes enthielt. Mhm. Und dass, wenn sie diese Passus chronologisch ordnen, sie sehr wohl eine ganze Krankheitsgeschichte bekommen. Und das hatte ich mir so ausgedruckt, aber wirklich nur für den Hausgebrauch. Nur um für mich, ich war so weit, es war 2 Jahre nach dem Tod meines Mannes, für mich noch einmal die ganze Zeit Revue passieren zu lassen. Mhm. Auch sich selber noch einmal damit zu beschäftigen und es sich noch einmal zu vergegenwärtigen. Und dass ein Buch daraus werden würde, wie gesagt, das ist Verdienst oder nicht Verdienst, wie Sie wollen, meines Lektors, mir befreundeten Lektors und meines Sohnes, meines ältesten Sohnes. Und das nächste Buchprojekt? Ich habe keins. Ja. Ich weiß es nicht. Manchmal dachte ich, vielleicht sollte ich noch eins schreiben, aber ich weiß im Moment auch noch nicht, worüber. Also wenn ich einen Stoff hätte, der mich wirklich interessierte, der mich beträfe. Ja. Aber ich habe keinen Stoff, der mich betrifft. Also insofern, ich weine dem auch nicht nach. Ich suche jetzt keinen Stoff, der mich betrifft. Ich lebe sehr gut ohne schreiben zu müssen. Nicht, ich brauche nicht zu schreiben, um lebendig zu sein. Da habe ich andere Möglichkeiten. Ja. Ich lese genauso gern und bin da ganz zufrieden. Also Sie sind wirklich sehr lebendig, das merke ich, so geistig wach in der Gegenwart. Ich bedanke mich also ganz, ganz herzlich für das lebendige Gespräch. Sehr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schön, dass ich jetzt hier war. Uta Müller, Utas Media Talk.